herzlich willkommen zu Zacherl einfach Ostern. Ihr kennt das sicher, es ist Ostern und alle Familien verstecken die Eier, die der Osterhase gelegt und bemalt hat. Wir Profis nennen diese gute alte Tradition übrigens völlig schwachsinnige Hirnwichse. Naja, wem es gefällt. Das A und O beim Eierverstecken sind natürlich die Eier. Und wo man die herbekommt, das zeige ich euch jetzt mal. Hier hole ich meine Eier am liebsten, weil hier weiß ich einfach, dass die Ware frisch ist. Ah, da kommen sie auch schon. Frau Müller, geben Sie mir doch die Taschen her. Die sind doch viel zu schwer für Sie. Ach, nun geben Sie schon her. Ich mach das doch gerne. Diese alten Leute. Ganz frisch vom Markt und total günstig. Ah, da sind sie ja. Jetzt habe ich auch alles. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, die Einkaufsliste gibt's wie immer im Internet unter www.einfachostern.de. So, jetzt muss man die Eier nur noch bemalen. Aber das kann natürlich nicht jeder so gut wie ich. Aber es ist wirklich viel einfacher, als es aussieht. Ich habe schon mal welche vorbereitet. Jetzt muss man die Eier nur noch überall verstecken. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vergessen habe. Man braucht natürlich auch Kinder, die die Eier suchen und auch finden. Sonst gibt es natürlich eine Riesensauerei. Dann eben nicht. Sehr schön zu Ostern sind auch Ostersträuße. Natürlich müssen die Eier dann leer sein. Und fürs Eierausblasen habe ich selbstverständlich schon was vorbereitet. Hier kann man sehr schön sehen, wie die Eierschalen vom Inhalt getrennt sind. Jetzt kann man sie wunderbar an den Osterstrauß hängen. Nächste Woche zeige ich euch, wozu man die wertvolle Eierschlatze sonst noch benutzen kann. Zum Beispiel als Haargel. Tschüss!